Ich stehe hier mit Ömrü Özkan, dem Sportwart des Hamburger Boxverbandes. Ömrü, kurzes Interview zur U21, zur vergangenen in Moers. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis, wie Hamburg dort abgeschnitten hat? Also ich bin super zufrieden. Die Jungs haben ihre Leistungsfähigkeit voll ausgeschöpft, haben ihre Leistung vollgebracht. Das sieht man an den Ergebnissen. Wir haben 3 Meister und 5 Bronzemedaillengewinner. Für Hamburg ist es sehr erfreulich. Das zeigt unsere Arbeit in Hamburg, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Okay, ja, auf jeden Fall. Also war ein sehr gutes Ergebnis. Das kann man ja auch nachlesen auf unserer Homepage. Was steht denn als nächstes an? Was kommt jetzt für die Jungs quasi nach den Titelgewinnen? Ja, also mit den Jungs, die jetzt ihre Leistungen bei der U21 abgerufen haben, wollen wir die nächste Step einläuten und die mitnehmen zu der Elitemeisterschaft. Wollen wir gucken, wie sie sich mit den Erwachsenen, also mit den Elite-Boxern auseinandersetzen. Zusätzlich haben wir noch unsere alten gestandenen Boxer, die wir auch noch mitnehmen. Wir werden bei der Elite mit 12 Boxern anmarschieren und dann gucken, dass wir da auch unsere Ergebnisse vielleicht in die Richtung wie in Moers anknüpfen können. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Viel Erfolg dafür. Aber jetzt dürfen wir das Mädel nicht vergessen. Wie zufrieden bist du mit der Leistung? Wir sind super zufrieden. Sie hat einen Top-Kampf gemacht, super Kampf gemacht. Sie wurde auch dafür ausgezeichnet mit der besten Kämpferin-Pokal. Wir wünschen ihr auch, dass sie jetzt bei der Elite-Meisterschaft im nächsten Jahr auch diesen Erfolg wiederholen kann und wünschen ihr alles Gute. Vielen Dank. Okay, danke dir, Omri. Viel Erfolg euch in Straubing und dann gucken wir, was dann, ne, passiert. Okay. Ja, danke.